Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück und ein frohes neues Jahr, frohe Weihnachten, frohe Ostern und alles Mögliche, was ich euch noch nicht gewünscht habe. Ich habe relativ lange Pause gemacht und ich kann euch ganz ehrlich sagen, das hat eigentlich zwei Gründe gehabt. A, nach 9 Monaten durchgängig YouTube, Twitch, Arbeiten, alles Mögliche, habe ich einfach einen Break gebraucht. Also wirklich mal eine Pause. Ich habe zwischendurch ein bisschen gestreamt. Ich habe noch jemand Neues kennengelernt, mit dem viel Zeit verbracht und das ist alles wunderbar, aber der zweite Grund, das war eigentlich noch der größere. Ich habe gesagt, ich werde dieses Jahr zu dem neuen COD mich mit Kritik und allen Sachen echt so weit zurückhalten, wie es irgendwie geht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe die Schnauze voll, mir selbst auf die Zunge zu beißen mit dem, was hier mittlerweile passiert. Und gefühlt gibt es keine Multiplayer-Content-Creator mehr, weil dieser Multiplayer, zum Beispiel Vanguard, der ein unglaublich gutes Fundament hat und die ersten Wochen richtig Spaß gemacht hat, derartig bekackt mittlerweile ist, dass man wirklich sich die Frage stellen muss, sind die bei Sledgehammer einfach komplett geistig umnachtet oder ist das ein kompletter Affront gegen Activision wegen dieser ganzen Bobby Kotick-Scheiße und diesen ganzen Vergewaltigungsvorwürfen und den Selbstmorden und allem Möglichen. Bevor wir aber mit dem Video weitermachen, Leute, einmal ganz kurz Werbung, ich mach ganz schnell. Auf Ineva gibt es aktuell jeden Tag verschiedenste Games komplett kostenfrei. Ihr braucht euch weder anmelden noch sonst was. Alle 24 Stunden gibt es ein oder zwei neue Games für die Konsolen als auch für PC. Manchmal auch für die Xbox, allerdings relativ selten. Tomb Raider war jetzt vor kurzem mit dabei. Es soll wohl GTA 3 irgendwie eine alte Version jetzt demnächst kommen, habe ich zumindest gehört. Ich weiß es nicht. Schaut einfach mal auf Ineva vorbei. Ihr könnt hier natürlich auch PlayStation-Guthaben kaufen. Gebt es am besten nicht für Call of Duty aus. Vielleicht für andere Games, die ihr euch holen wollt. Umso höher die PSN-Karte im Wert, umso mehr könnt ihr am Ende auch sparen. Dicke Empfehlung von mir. Für die, die es mitbekommen haben, der Multiplayer von Vanguard ist jetzt seit über 2 Monaten draußen. Von diesen 2 Monaten hat Sledgehammer Games als Entwickler für den Multiplayer 4 Wochen Urlaub gemacht. Das heißt, von 8 Wochen, wo man hätte dran arbeiten können, haben sie 4 Wochen definitiv nicht dran gearbeitet. Vor über 6 Wochen sollte der erste Waffenpatch kommen. Dieser Waffenpatch sollte unter anderem beinhalten, dass die überpowerten Shotguns aller Zeiten genervt werden, dass man nicht mehr auf den einzigen beiden Karten, die man noch spielen kann, für einen Atomar-Grind, den man gar nicht beenden kann, weil er A, so künstlich verlängert wurde und B, weil bei über 1/3 der Waffen manche Aufgaben nicht zu erfüllen sind, weil immer noch diese Bugs drin sind, dass man wirklich an dem Punkt ist, wo man als Spieler sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Vanguard als Multiplayer ist eigentlich vom Movement her, von der Anzahl der Maps, der Waffen, ist alles in Ordnung. Und dann kommen sie mit der Season 1, die für mich als schlechteste Season aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird und bringen zu 2 Brandgranaten, die wir haben, Termit und Molotow, eine 3. Brandgranate. Was gar nicht so schlimm wäre, wenn man A, nicht auf das Haus oder Shipment einfach nur noch durch Feuer rennen würde, wenn man B, nicht von allen anderen Granaten in Hardcore, und Hardcore muss man leider manchmal spielen für gewisse Aufgaben, nicht andauernd von irgendwelchen Gamma-Bombs an der Wand zerstört wird, und C, man vielleicht ein Perk hätte, was dafür sorgen würde, dass man durch Feuer durchrennt, ohne instant zu sterben. Selbst wenn ihr es schafft, auf einer der beiden Maps ohne Brandschaden durchzukommen, brennt euer scheiß Charakter einfach 2 Stunden lang, weil sie auch das nicht in den Griff bekommen haben. Und während man das alles ja mit Sicherheit irgendwie erklären kann und mit Sicherheit weiß auch jeder, klar, 8-9 Monate Entwicklungszeit waren einfach nicht genug, um einen richtig guten, ausbalancierten Multiplayer zu bringen, ist es doch trotzdem so, dass Sledgehammer als Entwicklerstudio jetzt nicht das allererste Call of Duty gemacht hat. Mit Advanced Warfare haben sie reingeschissen. Da war SBMM mit drin, da können die nichts für. Dann WW2, das erste halbe Jahr, komplett reingeschissen. Dann das gesamte Entwicklerteam ausgetauscht, Michael Condrey damals ausgetauscht als Chef von Sledgehammer Games. Das zweite Halbjahr WW2 war deutlich besser, hat sogar mir gefallen. Ich war ein großer Kritiker davon, aber die Hälfte der Spielerbase war zu dem Zeitpunkt schon längst weg, weil man spielt sowas ja auch nicht Ewigkeiten. Und jetzt ist es so, dass wir seit dem ersten Tag, es wird wirklich immer schlimmer. Wenn ihr im Crossplay spielen wollt, von der PS5 oder PS4 mit PC-Spielern aus, könnt ihr euch darauf einstellen im Multiplayer, dass ihr spätestens nach 2 Runden komplett neu starten könnt, weil sie das Matchmaking immer noch nicht hingekriegt haben. Was man auch noch verzeihen könnte, wenn die Level richtig angezeigt werden.
Alter. Oh, die Texturen, wie es lädt. Oh, der Charakter von mir. Oh, der Charakter von Itznook. Sledgehammer. Nach 8 Wochen. Gute Arbeit. Irgendwie sowas. Übrigens, Leute, geil. Passt mal auf. Links Prestige 7, Level 200. Jetzt passt mal auf. Haltet euch mal fest. Rechts über meinem Kopf. 3, 2, 1. Level 199 anscheinend. Ja. Was bin ich denn nun? 200 oder 199? Oder, wie die Quartiere mir das sagen, Level 199, Prestige 10. Also, was bin ich? Bin ich Prestige 6, 7, 1 oder 10? Und bin ich Level 199 oder bin ich Level 200? Möchte es mir irgendjemand verraten? Ich würde es gerne verstehen. Was ich festgestellt habe hier im Shop, der Skin ist einfach nicht da. I mean, nicht einmal der Shop funktioniert. Wie viel kostet das Game, Luca? Es ist aktuell oder war oder ist im Angebot für, ich bin der Meinung, 35 Euro. Sie möchte auf die... Das ist der Skin. Was? Und was ihr so zwischendurch seht, sind einfach die Clips, die man zwischendurch macht, weil man sich wirklich fragt, ob die wirklich umnachtet sind. Oder ob das, und das ist so ein bisschen auch der Titel von dem Video, ich habe mir noch keinen Titel so wirklich ausgedacht, ich weiß das Thema nur im Kopf. Ist es noch Unfähigkeit oder ist es ein wirklich offensiver Versuch, Bobby Kotick und Activision Blizzard, alle die verantwortlich sind, irgendwie in eine Ecke zu schieben und zu sagen, ja Leute, wir haben zwar, ihr müsst bedenken, alle Entwicklerstudios haben vertragliche Verpflichtungen, die können nicht einfach sagen, ich mache kein COD mehr. Die haben Verträge, die kenne ich nicht, aber diese Verträge beinhalten, dann und dann musst du das machen und. Aber während Activision zum Beispiel bei Raven Software über 20 Qualitätstester entlassen hat, anstatt denen mehr zu bezahlen, was eine hervorragende Idee ist, wenn man jeden Tag 5,2 Millionen Dollar Umsatz macht, jeden fucking Tag. Jeden einzelnen Tag macht Activision mit Skins in Warzone und in Vanguard und Cold War und Modern Warfare 19, was seit dem Vanguard-Update nicht mehr spielbar ist auf der Konsole. Ihr könnt es gerne mal probieren, ich habe es eine Runde gemacht und habe die Aufnahme abgebrochen. In Modern Warfare 19 können Leute, ohne cheaten zu müssen, einfach so mit Panzerplatten spawnen. Das heißt, so viel, also 3 Panzerplatten könnt ihr in Warzone nehmen. Caldera ist ein anderes Thema diese Woche. Da kommen noch einige Sachen. Ich habe vieles zu sagen. Ihr spawnt zum Beispiel auf Shipment in Modern Warfare 19 mit 100 Leben plus 150 extra Leben. Und ihr könnt es einfach ausrüsten. Das ist seit Wochen so. Andere können Modern Warfare 19 gar nicht mehr starten. All das hängt irgendwo mit Activision, Sledgehammer Games, Raven Software zusammen. Raven Software kam auf die grandiose Idee jetzt, dass die Time to Kill in Warzone und im Multiplayer deutlich zu schnell ist. Da bin ich bei denen. Anstatt sich aber die Arbeit zu machen, ich meine bei den Milliarden, die alle verdienen, könnte man sich ja Arbeit machen. Aber die haben eine bessere Idee. Nicht die Waffen werden komplett gebalanced, so dass eben die Time to Kill langsamer ist, sondern die ADS-Time, wie schnell man im Scope drin ist, aus dem Sprint, aus dem Stand, werden dramatisch für alle Waffen reduziert. Das bedeutet, wenn ihr im Multiplayer oder in Warzone oder in Rebirth, was ich mittlerweile nur noch spiele, denn Rebirth macht wirklich, wirklich Spaß und ist aktuell für viele Streamer auch das Gefühl, die einzige Hoffnung überhaupt noch da zu bleiben. Lasst uns nicht von dem Anti-Cheat-System sprechen, was in Europa gar nicht verfügbar ist, sondern nur in Nordamerika und nur in Asien. Realrex und Pentagon sind gestern in insgesamt 68 Runden über 60 Mal auf Hacker getroffen, aus Nordamerika und Asien. Das heißt, das Thema Anti-Cheat behandeln wir auch separat diese Woche nochmal. Aber während all diese Sachen ja gar kein Problem werden, ist es für mich mittlerweile einfach sehr, sehr deutlich, dass Sledgehammer Games zum einen völlig inkompetent ist. Ich weiß nicht, wer da noch arbeitet, ich weiß nicht, wer von denen verantwortlich ist, aber einen Multiplayer, der mittlerweile so hart komplett ignoriert wird, der interessiert da keinen mehr. Keiner in diesem Entwicklerstudio fühlt sich für diesen Multiplayer verantwortlich.
Der Multiplayer ist nur noch dafür da, dass wir alle, die Warzone oder Rebirth spielen, in den Multiplayer gehen für die neueste Meta-Waffe, welche auch immer das nach dem nächsten Update ist. Aktuell, falls ihr euch fragt, die Double Pump. Viel Spaß auf Rebirth mit der Double Pump. Es ist absolut gottlos. Es ist absolut gottlos hoch 5. Aber ihr werdet, wenn ihr spielt, sehen, jeder zweite Deutsche, der TTV im Namen hat, mit 3 Zuschauern, spielt einen Rose-Skin, eine Double Pump und eine Brandmuni auf einer MP40. Das ist die Meta seit 2 Monaten. Das bleibt jetzt auch so, bis das Waffen-Update kommt, was angeblich diese Woche kommen soll, nach 2,5 Monaten. Ich kann euch eins sagen, die Zuschauerzahlen auf Twitch insgesamt für Vanguard Multiplayer als auch für Warzone sind auf einem All-Time-Low und es wird so weitergehen. Dann wurde uns ja versprochen, dass wir zur ersten Season London Dogs bekommen, als Remake-Map oder Remastered-Map aus WW2. Das haben sie jetzt geskippt. Laut Sledgehammer Games ist das aktuell nicht in Planung. Dafür bekommen wir die allseits beliebte USS Texas-Map aus WW2. Wann die kommt, weiß keiner. Vielleicht zum Mid-Season-Update, vielleicht zur Season 2, vielleicht aber auch gar nicht mehr. Das, was Sledgehammer mittlerweile macht, ist im Prinzip der Sargnagel für diese gesamte Multiplayer-Franchise. Es wird sich weiterhin nur noch auf Caldera und Rebirth Island als Modus generell konzentrieren. Caldera ist ein absoluter Reinfall. Also, wie man es schaffen kann, dass Leute gegen so einen Millimeter von der Pflanze gegenlaufen, ist für mich unbegreiflich. Aber sie haben es geschafft. Das zeigt wieder, 2 Jahre Entwicklungszeit für eine neue Map war nicht ausreichend. Wenn ihr als Arbeitnehmer 2 Jahre braucht, um euren Job so scheiße zu machen, kann ich euch garantieren, werdet ihr danach, wenn ihr überhaupt so lange in eurem Beruf stehen bleibt, nie wieder einen Job irgendwo bekommen. Meiner Meinung nach ist das aber auch zu einem Teil einfach Absicht. Ich glaube, ich kann es nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass bei Sledgehammer und bei Raven Software und bei allen anderen so viele unfähige Menschen sitzen, dass sie es nicht auf die Reihe kriegen, notwendige Patches rauszubringen, damit der Multiplayer zumindest ein bisschen spielbarer ist. Leute, ich habe mit den Shotguns, glaube ich, 40, 50, 60 V2s gemacht. Die ersten 2 Wochen war das witzig, weil man hat ja gedacht, ach komm, nach 1-2 Wochen gibt es da einen Patch, dann wird das mit der Brandmuni gelöst, dann kannst du deine Tarnung für die Waffen machen. Nein, 2,5 Monate später sitzen wir hier. Den Multiplayer habe sogar ich aufgegeben. Ich bin einer der größten Multiplayer-Fans aller Zeiten eigentlich. Ich habe es aufgegeben. Ich habe keine Lust mehr auf Shipment oder das Haus zu spawnen, damit ich nach einer Sekunde in Flammen stehe. Und selbst wenn ich den Schaden überlebt habe, brennt mein Charakter einfach. Es ist mittlerweile sogar so, dass im Shop, Leute, im Shop werden die Bundles nicht richtig angezeigt. Der Shop war das Einzige, was seit 3 Jahren immer funktioniert hat. Selbst der Shop funktioniert nicht mehr. Es gibt auf der Konsole, seht ihr auch, im Shop Charaktere und Skins, die gar nicht sichtbar sind. Ihr wisst gar nicht, wie die aussehen. Und das ist auch schon seit Wochen so. Dann gibt es Skins aus dem Battle Pass, die sind in Warzone plötzlich unsichtbar gewesen. Das hat auch keinen interessiert. Also, meiner Meinung nach ist das mittlerweile wirklich so ein Krieg zwischen Activision und Sledgehammer Games, den ganzen Entwicklerstudios. Keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Und ich habe am Anfang gesagt, Vanguard kann ich euch empfehlen. Diese Empfehlung möchte ich mittlerweile komplett zurücknehmen. Aus dem einfachen Grund, wenn den Entwickler das scheißegal ist, wie der Multiplayer ist, warum sollen wir uns drum kümmern? Scheiß Köter. Lasst mich eure Meinung wissen, Leute, würde mich interessieren. Ich bin raus. Haut rein.